Herrliche Zeiten. Ein Sklave für die lästigen Hausarbeiten oder zum Entspannen? In Oskar Röhlers Satire dürfen sich Katja Riemann als Efi und Oliver Masucci als Klaus diesen ungewöhnlichen Wunsch erfüllen. Aber auch sonst basiert der Film auf einer ziemlich abgedrehten Story, von der die beiden schon beim Lesen des Drehbuchs begeistert waren. Der Oskar hatte mir einen Tag vorher den Film erzählt und das fand ich schon so absurd, auch wie da mit der Moral umgegangen wird und wie die auf die Probe gestellt wird. Und wie politisch unkorrekt das dann teilweise ist. Und das hat mir Spaß gemacht, schon allein beim Zuhören. Mich hat das auch umgehauen. Und ich wollte das unbedingt spielen. Unbedingt, unbedingt. Doch zunächst ist Efi nach einigen Schicksalsschlägen am Ende ihrer Kräfte. Deshalb kommt ihr Ehemann Klaus auf die abgefahrene Idee, nach einem Sklaven für die Hausarbeit zu inserieren. Sie ist Gartenarchitektin und hadert aber mit dem Leben, weil sie, wie würde ich sagen, dünnhäutig würde ich das bezeichnen. Es wird auch erzählt, dass sie eben so eine Geschichte hat mit voraussichtlichen Nervenzusammenbrüchen, respektive depressiven Schüben, wo sie auch in der Klinik war. Sie ist tablettenabhängig, weil sie sonst, also wieder eingestellt, so. So geht's ihr und sie ist nicht in der Lage, rauszugehen. Allerdings haben fast alle Bewerber von der ausgeschriebenen Stelle eine ganz andere Vorstellung. Nur das Paar Lena und Bartosz scheinen die augenzwinkernde Anzeige richtig zu interpretieren. Doch die Hausherren ahnen noch nicht, dass vor allem Bartosz mit der Anstellung eigentlich etwas ganz anderes bezweckt. Für Samuel Finzi ist das jedenfalls absolut nachvollziehbar. Er fühlt sich als einer von dem Leben beleidigten, erniedrigten Menschen. Also ich glaube, solche Leute geben anderen die Schuld für ihr eigenes Schicksal. Und das ist aber eine große Antriebskraft und er schwört auf Rache. Eine Rache, die Efi und Klaus schon bald zu spüren bekommen. Und bei der sich die Zuschauer auf viele unerwartete Wendungen freuen dürfen. Ich glaube, dass dieser Film irgendwo anders abholt oder woanders erwischt. Also ganz, tun ja eigentlich grundsätzlich Filme, aber bei diesem glaube ich ganz stark. Es geht in dem Film im Grunde genommen auch darum, eigentlich so zwei Welten gegeneinander zu setzen. Die Welt derer, die alles zu verlieren haben und die Welt derer, die nichts zu verlieren haben. Und es geht dann auch um Bequemlichkeit. Es geht darum, dass man sich in so einer Wohlfühlwelt immer mehr auch auflösen kann. Die Schauspieler hatten bei der Umsetzung der grotesken Romanvorlage jedenfalls eine Menge Spaß. Denn Regisseur Oskar Röhler hat seinen Darstellern viel Freiraum bei der Entwicklung der Charaktere eingeräumt. Obwohl für Oliver Masucci und Samuel Finzi die Rollenverteilung eigentlich nichts Ungewöhnliches war. Ich habe witzigerweise mit Samuel Finzi vor über 12 Jahren am Hamburger Schauspielhaus Amphitryon gespielt, wo ich den Zeus spielte und er den Diener, also wo wir auch in so einem Herr-Knecht-Verhältnis waren. Und da wir beide vom Theater kommen, wir hatten großen Spaß an der Improvisation auch. Aber wie sieht das eigentlich in der Realität aus? Könnten sich die beiden mit ihren Positionen auch tatsächlich anfreunden? Ich bin sehr schlechter Herr, glaube ich. Es liegt mir nicht. Ich bekomme schlechtes Gewissen, wenn ich verpflichten muss, die Sachen zu tun, die ich tun muss. Insofern glaube ich, dass es schwer ist, mich hier auf die Art und Weise zu verführen. Ich fühle mich nicht als Herrscher, fühle mich auch nicht als Diener, versuche da irgendwie in der Kunstblase irgendwie von allen in Ruhe gelassen zu werden. Aber ich weiß nicht, in so einer Situation, das ist so ein bisschen wie, wenn als Kind gefragt worden bist, was würdest du lieber trinken, ein Eiter Blut oder ein Liter Blut oder ein Liter Eitersuppe. Egal wie es ist, scheiße. Im Film wird das Thema Sklaverei unter dem Gesichtspunkt einer Satire jedenfalls ziemlich überspitzt dargestellt. Obwohl in der Geschichte natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit steckt. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass wir natürlich keine Sklaven hierzulande haben. Aber dadurch, dass unsere Wirtschaft so wahnsinnig mächtig ist, versklavt sie andere, die außerhalb
dieses Landes leben. Und die Moral ist einfach, sind was passiert, wenn dir das droht, dass du dafür einen hohen Preis bezahlen musst? Bleibst du dann bei deiner schönen, geheuchelten bürgerlichen Moral und deiner bürgerlichen Fassade oder wirst du da plötzlich selber wieder, wenn du es kannst, zum wilden Animal? Wer im Film allerdings am Ende über wen herrscht, bleibt wohl trotzdem Ansichtssache. Herrliche Zeiten. Jetzt im Kino.